Hallihallo, ihr Lieben. Hallo. Wir sind's, die Inselcamper, und zwar Leimer. Und Sven, das bin ich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, freut uns. Ja, heute geht's um, wir sind ein paar Mal angeschrieben worden, jetzt aufgrund unserer letzten Videos mit den Special Effects, mit denen wir da gearbeitet haben, mit der Kamera, und wollten die Leute wissen, was für eine Kamera wir verwenden. Und genau dieses Wunderwerk der Technik ist aus unserer Sicht zumindest so, weil damit wirklich wahnsinnig viel möglich ist. Das wollen wir euch heute präsentieren und vorstellen, und ja, mehr gibt's nach dem Intro. Bleibt dran. Bis gleich. Willkommen zurück. Hallo. Ja, wie versprochen, wir stellen euch heute dieses kleine, aus unserer Sicht, Wunderwerk der Technik vor. Und das ist es wahrlich. Und was das alles für Funktionen hat und warum wir so begeistert davon sind, das zeigen wir euch genau jetzt. Mein Leib nimmt die Kamera in der Genau, Hand. Ich bin der. Ich setze mich mal ein bisschen um, du bist die Kamerafrau. Oder Kamerafrau, ja. Okay, erzähl. Ich erzähle jetzt einfach mal, ne? Ja. Genau. Gut, wir haben hier diese Kamera, schaut erstmal ganz normal aus von der Größe her. Ja, ähnlich wie die GoPro, in manchen Abmessungen vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Schmaler, ne? Schmaler, genau. Das ist die Insta360 One R. Okay. Also auf Deutsch One R, ne? Genau. 1R. Genau, wir haben hier einen kleinen Bildschirm mit dran. Der ist etwas kleiner wie bei der GoPro, aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es ein modulares System ist. Zeige ich euch auch gleich. Und das Besondere jetzt hier drauf, wir haben jetzt hier installiert eine 360-Grad-Kamera. Das heißt, hier eine Linse, auf der anderen Seite eine Linse. Und was das System ausmacht, das ist einfach, man kann das zerlegen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Das da unten ist der Akku, das rote. Den nimmt man hier einfach ab, und das ist wie so ein Stecksystem, kann man einfach auseinanderziehen. Mhm. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, anstatt der 360 Grad Kamera eine ganz normale Kamera dran zu machen. Wäre in dem Fall so jetzt hier. Das ist dann quasi eine Kamera wie von der GoPro. Ja. Auch von der Qualität. Also actionmäßig. Actionkamera, ganz normale Actionkamera. Dann wird hier unten einfach wieder der Akku draufgesetzt. Hier sind diese Kontakte, da muss man immer drauf achten, wo die sind. Und dann einfach dran klippen und fertig ist es. Und das macht das Ganze wunderbar, wirklich. Es gibt auch noch ein extra Objektiv dafür, ist nicht ganz billig, aber hat eine sehr, sehr hohe Auflösung. Und ist von Zeiss, also ein Zeiss-Objektiv, wirklich richtig toll. Aber ist eben, ja, nicht ganz billig. Ich muss mal meinen Schlüssel abnehmen, gib mir meine Frau gerade ein Zeichen, sonst klimpert es wieder während der Aufnahme. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Ich hoffe, dass es jetzt bis jetzt dann alles gut geklappt hat. Wir haben uns ja genau deswegen extra Mikros angeschafft. Ja. Ja. Aber irgendwas ist immer bei uns. Ja. So. Genau. Habt ihr die Kamera? Ich mache jetzt mal die 360-Grad-Kamera wieder drauf. Ihr seht, das ist wirklich ganz einfach. Hier habt ihr so einen Schieberegel. Einfach abmachen. Das hier wieder auseinanderziehen. Und hier die 360-Grad-Kamera drauf. Und einfach wieder gucken, wo die Nippel sind, diese Kontakte. Einfach wieder anklippen und fertig ist das Ganze. Ja, und was das besonders macht, dieses 360 Grad, müsst ihr euch nicht so vorstellen, dass wir jetzt damit Videos machen, wie hat man ja bei anderen YouTubern auch schon gesehen, dass man swipen muss, wischen muss, um sich da zu orientieren. Nein, kann man natürlich machen mit der Kamera, aber ihr habt was ganz Besonderes. Bei dieser Kamera ist eine App dabei, die dazugehört. Die zeigen wir euch auch gleich noch, und in der App kannst du aus 360 Grad Videos kannst du dir genau den Winkel raussuchen, den du gerade haben willst. Also du läufst quasi durch die Gegend mit dem Teil, zeige ich euch auch gleich, und nimmst eigentlich alles auf, was um dich herum passiert, und kannst aber am Schluss in der App entscheiden, okay, ich möchte jetzt nur diesen Bildschirmausschnitt haben. Mhm. Dann ist das ein ganz normales Video, das ihr dann zu sehen bekommt, und nichts, wo man wischen muss oder sonst irgendwas. Obwohl, die Videos finde ich auch gar nicht so schlecht. Sind also auch ist nicht es, schlecht, je nachdem, was man denn filmt, finde ich auch. Ich finde es auch gut, aber wir merken, es kommt nicht bei jedem gut an, solche Nein. Videos. Ne? Auch im Fernsehen ist ein bisschen schlecht. Genau. Ja, und das sind halt einfach so Special Effects, die ja, uns sehr, sehr gut gefallen und euch anscheinend auch. Also wir haben einige Nachfragen von euch eben bekommen, was wir denn für eine Kamera jetzt auch neuerdings benutzen. Und ja, deswegen stellen wir die euch heute mal vor. Genau. Es ist dabei im Lieferumfang auch so ein Case, wo man die reintun kann. Übrigens, die Kamera, die ist bis 5 Meter wasserdicht, also von sich aus jetzt schon. Dann habt ihr hier, das zeige ich euch auch gleich nochmal, weil es sehr wichtig für viele andere YouTuber auch ist. Hier habt ihr die Möglichkeit, es zu öffnen. Dann habt ihr so einen USB-C-Anschluss hier drin. Mhm. Und mit dem passenden Adapter, gibt es eben auch von Insta360, könnt ihr an diesen USB-C-Anschluss dann eben auch ein Mikrofon anschließen.
macht das Ganze natürlich ja, sinnvoll, gerade für Leute, die Filme drehen, YouTube oder sonst irgendwas. Und gerade für uns, wir gerade an der See sind, also ohne Mikros kommen wir gar nicht raus. Nein, das ist fast undenkbar bei uns. Genau. Ja. Jetzt tue ich das einfach mal in dieses Case rein, dass ihr das auch seht. Dann mache ich das hier oben so. Gut, dann ist so eine Stange dabei, die ist ja so lang, ungefähr einen Meter, würde ich jetzt mal sagen, genau. Meter. Wenn ihr jetzt mit der Kamera quasi ja, so lauft, macht ihr schon. Man muss das Ganze natürlich fixieren, sonst wird es nichts. Nee. So, wenn ihr mit der Kamera so lauft, macht es wirklich tolle Aufnahmen schon. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nach vorne die leicht schwenkt, nimmt man euch von vorne auf, wenn ihr lauft oder mit dem Fahrrad fahrt etc. durch die leicht nach hinten in einem bestimmten Winkel, dann nimmt sie mich eben von hinten auf und du hast immer das Gefühl, als ob irgendjemand Fremdes filmt, beziehungsweise fast wie eine Drohne. Mhm. Und dieses richtige Drohnengefühl, das kommt jetzt, das haben wir uns nämlich auch extra gekauft. It's magic. It's magic, jetzt passt mal auf. Wir sind sehr, sehr begeistert, weil das ist ja echt, eröffnet Möglichkeiten oder so ein paar Features. Merkt man, glaube ich, auch die Begeisterung. Ja, ja, ja. So, und da gibt es nämlich hier einen Stab und da muss dann wahrscheinlich mal Lamela gleich ein kleines bisschen weggehen von hier, dass ich euch das demonstrieren kann. Also man kann das ganz einfach dran drehen und fertig, ne? Also genau, wird einfach dran gedreht und das Besondere an diesem Stab ist, der ist 3 Meter lang, was wirklich sehr viel ist. Müssen wir jetzt nur noch hier auseinander kriegen, Moment. Hammer, oder? Seht das Ausmaß davon. Das ist wirklich sehr, sehr lang. Und vor allem, ich bin schon weit weg, ne? Ich bin schon weit weg, genau. Das Besondere jetzt daran ist, wenn ihr damit ja, zu Fahrrad fahrt oder auch wenn ihr lauft, ihr bekommt wirklich dann bei den Aufnahmen letztendlich das Gefühl, dass da eine Drohne dabei war und euch verfolgt. Dabei ist es überhaupt keine Drohne. Der Vorteil, der ganz große Vorteil für mich liegt eben darin, ja, du hast, was Drohnenflüge angeht, immer mehr Beschränkungen. Es gibt immer mehr Gebiete, wo du die gar nicht fliegen lassen darfst und ja, immer mehr Verbote. So ein Naturschutzgebiet oder zum Beispiel in der Stadt, wenn wir irgendwo so City läuft oder so, ne? Ganz genau, ja. Ja. Und mit dieser Kamera hast du eben dieses Drohnenfeeling dabei. Das ist das eine und das kann dir eigentlich niemand verbieten, weil es ja keine Drohne ist. Das ist einfach nur ein verlängerter Arm. Mal Lämmele schaut nochmal ganz nach oben, wie hoch das Warte ist. Warte mal, jetzt scheint die Sonne. Siehst du? Ja, 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 ja. Ja. Und ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ich die jetzt ganz da oben habe, nimmt die komplette Umgebung auf, eben in diesen 360 Grad. Und ich kann mir dann später hernach in der App, kann ich mir raussuchen, okay, ich möchte genau diesen Bereich jetzt im Film haben oder diesen Bereich. Ich kann auch Special Effects damit machen, zeige ich euch aber auch gleich noch. So, ich spanne das jetzt erstmal wieder ein. Ja, das ist ja das Schöne, wir haben ja auch welche Aufnahmen gemacht. Während fahren, ne? So natürlich auf dem Feldweg, ist ja auch klar, ne? Nicht auf der Straße. Ich blende euch jetzt hier einfach mal ein, da habe ich dann oben die Drohne quasi zum Fenster rausgehalten und zur Dachluke, ne? Einfach aus dem Dach, aus der Dachluke und es gibt einfach fantastische Aufnahmen, wo du echt das Gefühl hast, dass dir eine Drohne eben folgt. Aber jetzt Magic ist gar keine Drohne. Nee, und vor allem diesen Stab im Video seht ihr gar nicht. Also das ist ja das. Genau, das ist auch noch eine ganz eine Besonderheit eben von dieser Kamera. Entschuldigung, die Kamera hat quasi eine eigene Software drin und diese Software blendet diesen Stab eigentlich komplett aus. Es gibt manchmal so Ausschnitte, wo man so leicht sieht, aber wenn man weiß, ne? Genau, wenn man es weiß, ja. Aber in der Regel blendet die diesen Stab, egal wie lange der ist, komplett aus. Das macht die Software automatisch und ja, man sieht dann quasi nur noch, wenn jemand eine Faust hat und das Ding da hält, das siehst du noch, aber den Stab selber eigentlich nicht mehr. Und das finde ich auch was ganz, ganz Besonderes. Jo. Das ist das eine. Und passt auf, es ist ein Schutz dabei, das sollte man auch tunlichst benutzen. Dieser Schutz, der ist für die 360-Grad-Linse, weil diese Linsen hier außen sehr, sehr kratzempfindlich sind. Deswegen hat Insta360 so einen Schutz beigelegt. Der ist aus meiner Ansicht nicht perfekt, Nein. Weil er kommt so drüber. Und das Problem ist, wenn du das jetzt irgendwo reintust, ist löst sich halt einfach leicht. Das aber ist uns auch schon mal passiert, gerade beim ersten Mal, wo wir die ausprobiert haben. Gut, dass wir wieder gefunden haben, aber war ratzifatzi runter. Richtig. Da ist aber noch einmal kein Kratzer drin, ne? Nein. Aber ist verbesserungsfähig, ne? Ist verbesserungsfähig, aber mir würde jetzt auch keine geeignete Lösung dafür einfallen. Also man macht da irgendwie so innen rein in das Gummi quasi wie so ein Draht, dass das wie so ein Zwicker hält. Dass es etwas fester wird. Aber oder dass man irgendwie da dran macht, dass, weißt du, dass es nicht verloren geht. Ne? Irgend sowas, genau. Aber gut, es ist zumindest was dabei und die haben dran gedacht.
Wir persönlich haben uns jetzt auch noch einen zweiten Akku dafür geholt. Machen wir eigentlich bei sämtlichen Kameras, weil nichts so schlimmer, wie wenn du gerade einen Film drehst und der geht Saft aus und du kannst dann weiter drehen. Also immer Ersatz und ja, redundantes Denken, nenne ich sowas. Das, ne? Passiert uns immer wieder. Genau. Dann wollte ich euch noch zeigen, passt auf, die passende App dazu. Mhm. Hier habt ihr eine App. Moment. Ihr müsst mich erstmal erkennen. So, wo ist er denn? So, die nennt sich Insta360 One R. Mhm. Wenn sie startet, ist es auch was ganz Gutes. Macht sie gerade, ja? Ja? Ja. Oder soll ich die Hundis erstmal filmen? Nein. Bleib da, du musst aber auch zu mir kommen, damit ja, du das siehst. Ne? Wir so. Wollen hier über die Schulter gucken mit den Zuschauern. Genau. Ne? Das Schöne an dieser App ist, ihr habt hier, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Stories gehe, habt ihr die Möglichkeit, so Special Effects zu machen. Und was hier wunderbar gelöst ist, ihr drückt quasi auf was drauf, auf einen Special Effekt, den ihr euch rausgesucht habt. Und wenn ich jetzt hier Internet hätte, dann würde das alles auch funktionieren. Wir stehen, muss man dazu sagen, so mitten auf der Pampa. Genau, wir stehen hier frei und ja, weit weg von Zivilisation. Das wird jetzt so nichts, aber ich blende euch das Ganze ja, mit einer extra Bildschirmaufnahme dann ein. Es ist einfach so, ihr könnt dann auswählen, ich gehe nochmal kurz zurück, damit ihr die Vorschauen seht. Man kann zum Beispiel diese Menschen verdoppeln, das haben wir auch schon gemacht, blenden wir euch auch jetzt kurz ein. Einfach so Special Effects oder diese Kugel, na jetzt bin ich auf den Falken gekommen, diese Kugel, das habt ihr in manchen Videos vielleicht schon von uns gesehen, deswegen sind wir auch darauf angesprochen worden. Und es wird bei jedem Special Effekt, wenn ihr draufklickt und Internetverbindung habt, wird euch in einem Video gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und also wirklich von A bis Z, da könnt ihr überhaupt nichts verkehrt machen. Kinderleicht einfach. Kinderleicht, genau. Mhm. Wir haben uns selber auch noch nicht ganz durchgearbeitet. Da haben wir noch einiges vor uns, aber das ist schon etwas, was uns sehr, sehr begeistert. Du, wie gesagt, zu jedem Special Effekt. Für manche Special Effects ist nur eine Aufnahme möglich. Für manche Special Effects sind mehrere Aufnahmen möglich oder nötig, sagen wir es mal so. Und ja, dann kriegst du das alles hin. Genau, das war die App. Was ist sonst noch dazu zu sagen? Ja, das ist ja nicht nur über das Handy die App, sondern ihr könnt ja auch natürlich über das iPad. Über das genau. iPad, da finde ich allerdings, die App hängt sich immer wieder zwischendurch auf. Also da ist auch noch. Also die, ist, die App selber ist am Handy am stabilsten. Ja. Die App selber ist auch noch nicht ganz ausgereift. Das heißt, ihr habt teilweise noch ja, chinesische Sprache drin, englische Sprache drin. Ihr könnt es natürlich auf Deutsch stellen, aber so ein paar Stellen sind eben noch nicht ganz ausgereift. Aber hier ist Insta360 wirklich am Arbeiten. Die machen regelmäßig Updates und versuchen das Ganze dann wirklich ja, zu verbessern und nutzerfreundlicher zu machen. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist wirklich, wenn ihr draufklickt, auch wenn manchmal chinesische Buchstaben drin sind, es ist selbsterklärend, da könnt ihr überhaupt nichts verkehrt machen. Also auf dem iPad ist es komplett deutsch. Da habe ich noch keine chinesische Schrift gefunden. Nee? Nein, nein, okay. Das ist nur auf dem Handy. Okay. Aber auf dem Handy läuft es stabiler. Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, für so. Genau, ihr könnt quasi dann auch die Filme, die ihr damit aufgenommen habt, die könnt ihr direkt am Handy auch schneiden. Und ja, das hat uns total begeistert. Wie gesagt, wir haben das beim Aki damals gesehen. Und ja, das waren war das Vorgängermodell. Jetzt haben wir das Nachfahrmodell. Der Nachgänger oder Nachfolger? Nachfolgermodell, meine ich, genau. So. Und ja. Sind begeistert. Wir blenden euch noch ein paar Special Effects ein, also so ein paar Aufnahmen, die wir gemacht haben damit. Und ja, mal gespannt. Haut's unten in die Kommentare rein. Wir sind echt auf eure Meinung gespannt, was ihr davon haltet. So, und unser jetzt. Fazit. Was? Unser Fazit. Unser Fazit, genau. Was ist dein Fazit? Also allein für mich, ich bin ja nicht so kameramäßig, ne, unterwegs. Also es muss versiert, möchtest du sagen. Genau, ne? Also ja. Muss simpel und einfach sein. Genau. Ne? Und das ist es. Also du musst ja wirklich nicht drauf achten, was du gerade filmst. Das ist ja das Schöne bei der Kamera, ja. Ne? Du hältst es einfach in die Gegend rein. Mehr musst du wirklich nicht machen. Und das genau. Ist gerade, ja, mein Leimele, das ist, aber ich denke mal, das trifft bei vielen Frauen zu. Was Technik angeht, das ist mehr oder weniger Männersache. Hm. Ja, hm. Du hast immer Angst, wenn ich irgendwie was Neues bestelle oder mir was Neues zulege. Gerade was Kamera angeht, oh, kann ich vielleicht nicht mit umgehen oder ist mir zu kompliziert. Das ist zu kompliziert, ist, ja. Bei der muss man eigentlich sagen, da ist nichts kompliziert. Das kriegst du hin. Du hast den Anknopf, Ausknopf, du kannst ein paar Einstellungen machen. Klar, die habe ich aber in der Regel schon vorgestellt. Aber ansonsten musst du da nichts mehr machen. Nee, das ist eigentlich wirklich simpel. Plus mit der App, da habe ich mir am Anfang Probleme gehabt. Aber wie gesagt, ich bin immer diejenige, die gleich ausprobiert alles, ja. Ne? Ohne zu lesen, wie das funktioniert. Aber man sollte ja. Vorher vielleicht lesen, bis ich das alles gefunden habe. Und jetzt läuft's. Jetzt läuft's, ne? Jetzt läuft's. Also ich kann sie wirklich allen YouTubern empfehlen. Das ist, ja, ob man es jetzt als Ersatz für GoPro nehmen kann, kann man sicherlich auf jeden Fall. Wir werden die GoPro trotzdem weiterhin behalten. Ja. Und ja, einfach mal testen.
wie die uns in Zukunft dann begleitet, aber sie hat eben den Vorteil gegenüber der GoPro, dass man sie mehrfach nutzen kann. Also wie gesagt, einfach nur 360 Grad drauf oder Action-Kamera-Modul drauf und das macht das Ganze irgendwie besonders und ja, sehr einfach. Also ich denke auch, das ist eine sehr, sehr große Konkurrenz für GoPro und die dürfen sich warm anziehen und müssen aufpassen, was sie als nächstes für Innovationen rausbringen, weil daran zu kommen, ist nicht so einfach. Ne? Nee, allein mit diesem Stab. Also das finde ich total genial, wirklich, wenn du in der Stadt bist, willst du irgendwas aufnehmen und gerade mit dem ganzen Menschen, da muss man so aufpassen, was man filmt. Auch ein großer Punkt, genau. Ihr habt das Ganze jetzt über euch, nehmt 360 Grad auf und ja, später entdeckt ihr dann, oder es sind euch einfach Kinder entgegengelaufen, die darfst du ja nicht mehr filmen. Wir sind da sehr strikt, wir achten da sehr drauf und du kannst es, wenn du den Film quasi in 360 Grad aufgenommen hast, kannst du dir später dann in der App genau die Augenblicke da raussuchen, wo eben keine drin sind. Ja. Keine Kinder oder keine fremden Menschen, keine Passanten und das genauso zurechtschneiden. Also das ist ein riesengroßer Vorteil. Mit einer normalen Kamera, da hast du halt einfach das, was du aufnimmst, ist drin. Da kannst du nichts mehr machen, außer du verpixelst es. Aber oder ich finde so verpixelte Videos eigentlich in der Regel nicht so toll. Nee, das gibt ja diesen Charakter nicht mehr. Ne? Nee. Ja, also ich finde, es irgendwie fehlt irgendwas. Aber das ist halt so, wie es ist. Ist gerade sehr, sehr schön, da sind wir auch mit Motorrad, wie wir gefahren sind. Ne? Ja. Haben wir das auch gemacht. Das ist wirklich, du hältst das in der Gegend und dann pixelst du aus das, was du gerade willst. Ja. Also suchst du dir aus. Genau. Oder Fahrradfahren. Also das hast du eigentlich mit GoPro. Du festigst irgendwo an und die filmen nur in eine Richtung. In eine Richtung. Aber so dich und die Umgebung. Oder das ist auch mal eben so dieser Effekt, dass du, wenn du die leicht hinter dir hältst, dann hast du auch beim Fahrradfahren das Gefühl, es ist eine Drohne hinter dir her, die dich verfolgt. Oder wenn du es vor dir hältst, hast du das Gefühl, es fliegt vor dir eine Drohne, die das Ganze dann irgendwie auffängt. Also richtig toll. Wir sind begeistert. Haben wir noch schon überlegt, wie wir das an den Hunden dran machen. Genau. Was ich noch dazu sagen wollte, wir hier im Norden, es ist ja bei uns so, wir haben relativ häufig und relativ viel Wind. Immer Wind. Eigentlich immer Wind, genau. Ganz selten, dass mal keiner ist. Wir müssten mit der Kamera natürlich immer mit Mikrofon arbeiten. Wenn ihr jetzt aus dem Süden kommt, irgendwo Bayern oder keine Ahnung, Schwarzwald, wo ihr relativ wenig Wind habt, da sei dazu gesagt, das interne Mikrofon von der Kamera ist wirklich spitzenmäßig. Das Einzige, wo sie eben nicht standhält, das ist der Wind hier, aber das schafft bei uns auch keine andere Kamera. Also ohne Mikrofon sind wir hier, geht nicht zu filmen. Du musst einen guten Mikro haben. Ne? Musst einen guten Mikro haben, genau. Einen ganz einfachen geht auch nicht. Nee, wir haben ja jetzt eigentlich ein gutes. Ne? Unser wir können Saramonic, wir haben ja zwei Empfangsteile, jeder von uns separat, läuft über Funk und ein Teil des Receiver, den wir da mit dem Kameraschuh eben festgemacht haben und funktioniert einwandfrei, wir sind da total zufrieden. Sind wir begeistert. Bis auf Akku könnte eigentlich länger halten. Ja, gut. Ja. Aber das ist haben so. Wir bisher eigentlich so noch keine Probleme gehabt. Man muss nur immer dran denken, dass man die Dinger, wenn man zu Hause ist, wieder, dass man die voll lädt und so dann hast du kein Problem. Gut. Ja. Aber auch die verlinken wir euch unten nochmal in der Infobox. Und genauso wie die Kamera, die wird auch von uns verlinkt, wenn einer Interesse daran hat. Ja. Also ist unsere wärmste Empfehlung. Ne? Also wie gesagt, viele haben es auch bei Instagram und so weiter gefragt. Und ich finde der Nachfolger, also dieses ONR, eigentlich viel, viel besser wie Vorgängermodell, weil du eben mehr Möglichkeiten hast. Ja, das Vorgängermodell war ja reine 360-Grad-Kamera und das hier ist eben ein modulares System und von daher, gut, können wir weiterempfehlen. Können wir auf jeden Fall weiterempfehlen von unserem Daumen nach oben. Ne? Genau, wir haben es euch gezeigt, wir sind begeistert und können wir auch weitere Kaufempfehlungen abgeben. Genau. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Da unten in der Infobox? Infobox nicht. Bei den Kommentaren. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Schreibt uns dazu, wie gefällt es euch. Also keine Angst, wir wären nicht nur mit dieser Kamera. Klar, wenn das nur Action da, diese ganzen Effekte da sind, dann ist es auch... Man baut es zwischendurch mal ein, aber unsere Videos werden jetzt nicht daraus bestehen, dass wir nur noch Special Effects machen. Das wird ja auch auf die Dauer langweilig, aber zwischendurch peppt das einfach ein Video auf, ist unsere Meinung. Und ja, ich denke, das haben wir von euch auch, das haben vielen von euch auch bestätigt bekommen. Ja, seid gespannt, was in Zukunft noch kommt. Ne? Genau. Wie gesagt, wir testen auch und da müssen wir auch nur tief reinarbeiten, aber das, was wir schon raus haben, finde ich gut. Also es bietet unendliche Möglichkeiten, da kannst du dich in zwei Wochen gar nicht so richtig durcharbeiten, aber keine Angst, es ist nichts Kompliziertes. Wie gesagt, es wird alles erklärt, per Video dann auch und ja, Schritt-für-Schritt-Anleitung ist da dabei. Jo, das soll es gewesen sein für heute. Hat euch dieses Video, dieser kleine Beitrag gefallen, freuen wir uns wie immer über Däumchen Richtung Norden. Genau, und hat euch das Video richtig gut gefallen, dann freuen wir uns auch über ein Abo hier unten, verpasst ihr kein Video mehr von uns und dann will mal Leimann noch etwas sagen, was für uns als YouTuber sehr, sehr wichtig ist. Wenn und euch das Video besonders gut gefallen, teilt das Video weiter und das freut uns einfach. Genau, nutzt unten diese Teilen-Funktion, das hilft uns einfach, YouTube schlägt unsere Videos dann einfach öfter vor und das hilft unserem Kanal einfach,
ja, besser nach oben zu kommen. No? Mhm. In diesem Sinne freuen wir uns, hast wenn wir uns demnächst gesagt. Wieder auf diesem Kanal sehen. Ich habe gedacht, schon wieder auf ich habe die Kurve gekriegt. Oder kannst du auch mal wiederholen, dann machen wir Outtakes. Nee, alles gut. Nichts aus der Outtakes. Ja, okay. Ja, bleibt alle gesund und wir hoffen, wir sehen uns demnächst, bald wieder auf diesem Kanal. Genau, demnächst auf diesem Kanal. Genau. Warte so? Okay, tschüss. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.